Willkommen zurück zu Baldur's Gate 1. Und ja, eigentlich geht unsere Reise jetzt nach Baldur's Tor, denn da so haben wir einen weiteren Charakter, den wir noch mitnehmen müssen. Da wären wir schon mal 5 statt nur 4, denn wir haben hier den guten Jeslik mitgenommen und so weiter und so fort. Ja, das ist quasi der zweite Anlauf hierfür, denn ich habe bereits die Hohe Hecke besucht. Ich bin nicht stolz drauf, aber so ist es nun mal. Ja, Warum denn ich? weiß ich nicht. Ja, wir haben ein kleines Problem. Sicher. Ein ganz kleines Problemchen. Und zwar, ich habe diese komische. Ich habe jetzt jede Menge Kohle. Ne? 23.000 etwa, genau. Und der Punkt ist folgender: Die Geschichte, wir könnten uns sowohl das Horn als auch die Klaue von Kaskarot. Die hatten wir immer mal ins Auge gefasst. Die könnten wir uns leisten. Das ist soweit korrekt. Aber das Problem ist In folgendes. Ordnung. Und zwar, die will ich jetzt nicht mehr. Warum? Wie Weil ihr wollt. das ist ein Ring. Das wird als Ring getragen. Und wenn, dann wird natürlich der Chef die 15.000 ausgeben. Aber er hat es schon. Ja, er hat, wie bei Dark Souls, man hat Ringe, die kann man einfach nicht mehr ablegen. Und er hat jede Menge Stufe 1 Zauber und. Weisheit. Was war das nochmal? Irgendwie Zauber der. Wir werden zusätzlichen Zauber aus der zweiten. Aus den Zaubern der ersten bis vierten. Des vierten Grades. Also, wir können mehr zaubern. Mehr Zauberdings hier werden die Sachen verdoppelt. Also, seine ganzen Zaubergeschichten. Die wären dann weg. Oder wir geben es dem guten Jeslik. Dann kann er das tragen. Der Punkt ist aber, das frisst ein bisschen was an Konstitution. Ganz nett. Aber wenn ich das anziehe, habe ich statt 62 nur noch 52 Trefferpunkte. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Und er kriegt pro Stufe dann nicht mehr plus 3, sondern plus 1 noch dazu. Das ist auch nicht so gut. Deswegen habe ich mir überlegt, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht das, was ich so im Sinn hatte. Wieso ist das jetzt so still? Besser. Was ich auch gemerkt habe, ist, er ist ja Herr der stumpfen Waffen. Dann nimmt er einfach den. Hammer. Aber wir holen ja einen neuen Charakter ab. Deswegen weiß ich nicht, was genau wir da mal machen sollten. Ich kann mich ja mal vollladen. Was mir auch aufgefallen ist, wir haben dreimal Robe des Reisenden. Ja, so dumm muss man erstmal sein. Ich habe dreimal Robe des Reisenden, habe es gar nicht gemerkt. Weil wir so viele Roben haben. Und was ich auch nicht gemerkt habe, ist, Robe der Kälte klingt schon mal ganz nett. Aber es klingt richtig nett. Folgendes. Robe der bösen Erzmagier. Diese mächtige Zauberrobe bietet Schutz vor allen Arten körperlichen Angriffs und erhöht gleichzeitig den eigenen Widerstand gegen Zauberei und die Rettungswürfe. Aufgrund ihrer Verzauberung kann sie nur von zauberkundigen böser Gesinnung getragen werden. Ja, das haben wir gesucht, ihr Trottel. Rüstungsklasse wie ein Ringpanzer, Widerstand gegen Magie 5%, Rettungswurf plus 1, Bonus. So, wie sieht es eigentlich aus mit den Rettungswürfen? Gegen Lähmung 9, Zauberstäbe 8, Versteinerung, okay. 9, 8, 9, 8, 12, 14, 9. Neun, acht, zwölf, vierzehn, neun. Ja, also je geringer die Zahl, desto besser. Logisch. Das ist nämlich das, wo man drüber würfeln muss, um erfolgreich zu dingsen. So jedenfalls scheint es. Ziehen wir mal aus. Ah, okay. Ach, die Minuszahl steht ja dann daneben. Okay. Das heißt, wenn es höhere Zahlen sind, ist es erschwert. Odemwaffe 9, 8, 12, 15 steht auch dran, ne? Minus 1. Ja. 8, 7, 11, 14, 8. Und noch Magieresistenz, haben wir gesehen, ist auch nochmal erhöht. Wo ist es denn? Wo die Magieresistenz? Ja, Magiewiderstand 5. Auch nicht schlecht. Ja, aber wie gesagt, die Klaue, eigentlich eine nette Idee. Und senkt ja auch die meisten Sachen um, ich glaube, minus 4 oder so, oder minus 3. Minus 3, glaube ich. Das ist ja schon an sich supi. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Der hat schon minus 1 durch irgendwas. Ach, den Ring, oder? Ist das der Ring? Genau, Rettungswurf, Bonus plus 1. Also hätte man quasi plus
Ja, man wird das Ganze quasi auf minus 3 runterdrücken, mal abgesehen von Gift, das wäre dann irgendwie ein plus 2. Wäre nicht so gut, man könnte das hier auch tragen, aber wie gesagt, von 62 auf 52 Trefferpunkte runter, das ist schon heftig, oder? Andererseits, die frage ich mich halt auch, würde der Punktfuß wirklich sagen, hey, wir geben 15.000 einfach für den neuen aus, aber wir selber kriegen nichts. Denn wie gesagt, das Horn kann ich so nicht tragen. Man kann natürlich das andere Ding, diese Kralle oder was auch immer das ist, die kann man natürlich auch noch benutzen, wo man dann für 18 Sekunden lang irgendwie, weiß ich nicht, krasse Abwehrsachen hat. Aber, und das ist der ganz große Clou, unsere Kleriker können das nicht benutzen. Das ist nur was für andere Klassen. Und das ist natürlich wieder hirnverbrannt. Sicher. Ganz genau. Wir können das nämlich so nicht tragen. Und das macht es wieder ein bisschen schwierig, finde ich. So, Robe des Reisenden haben wir mehrfach. Schurkenrobe, Abenteurerrobe. Ja, jetzt frage ich mich, brauche ich die anderen Sachen eigentlich noch? Was ist denn das? Rüstungsklasse plus 1 gegen Schmetterwaffen, ja. Rüstungsklasse plus 1. Was hatten die standardmäßig für eine Rüstung? Gar keine, oder wie? Was wäre denn da der Unterschied? Du meinst, Reisendenrobe, zack. Die ist an sich schon mal schlechter. Also jede... Oh. Was? Wie? Achso. So. Hier ist auf jeden Fall die beste Robe. Die beste Rüstung. Also diese ganze gegen irgendwelche Waffen. Das kann ich mir auch jetzt sparen. Brauche ich also alle nicht mehr. Und diese Rettungswürfe sind zwar ganz nett. Aber die Widerstandsgeschichten, ja, die sind es auf jeden Fall. Also was wie der Rettungswurf ist ja Quatsch. Weil wir haben ja hiermit schon... Rettungswurf plus 1 Bonus, der macht ihr schon, der verbessert ja alles, so wie es aussieht. Und das hier sind nur spezielle Sachen. Das heißt, die könnten wir eigentlich wegschmeißen. Also Feuerschutz und Kälte lassen wir mal da, den Rest kann ich die hier verkaufen. Nimmt er Rüstungen entgegen? Das ist jetzt die ganz große Frage. Warum denn ich? Ich kann es dir beantworten, darum geht's. Ja, können wir. Okay. Also, der könnte... Schurkenrobe, Robe des Abenteurers und die Robe des Reisenden könnte der weghauen. Richtig? Richtig. Ich überlege gerade, was haben wir da oben? Einen wahrscheinlich einen Kleriker. Kleriker Zauberer, weiß ich nicht. Notfalls kriegt er eine Feuerschutzgeschichte. Völlig egal, oder? Zack, weg damit. So, jetzt können wir wieder was tragen. Das ist doch schon mal ein ganz großer Vorteil. So, die ganze Rüstung. Ich weiß halt nicht, was ich da oben oder wen ich da oben jetzt gleich antreffen werde oder was der kann oder wie auch immer. Ach, Pfeile haben wir aber gleich noch im Gepäck. Ansonsten Rüstung und sowas haben wir ja alles. So, mal Musik. Sicher. Vielen Dank. Denn ich glaube nicht, dass sich das wirklich, sicher, wirklich lohnt. Ja, wir nehmen alle Pfeile mit und gucken, was wir ins Gepäck nehmen können. Beißende Pfeile. Okay, dann wäre... Soll ich hier wirklich alle mitnehmen, diese komischen... Ach Gott, was ist denn hier? Oh, Reisende. Der noch zweimal Reisende. Oh. Bin gleich wieder da. Einen Moment. Die Herrschaften. In Ordnung. Geht ja zum Glück durch die 7-Meilen-Stiefel Stiefel sehr schnell. Ja, habe ich übersehen wegen des... wegen der roten Umrandung. Ja, das ist halt die Frage. Sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen? Aber ich denke mal, wenn wir in Baldur's Tor sind, vielleicht... Warum denn ich? Vielleicht finden wir dort ja... Naja, vielleicht können wir dort einkaufen gehen in der Stadt. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt direkt in die Stadt gehen, weil mein Plan war eigentlich, wir holen mehr oder weniger jetzt den Guten ab. Braucht ihr was? Nee, nee. Wir holen den ab sozusagen und... Schauen uns dann mal in der Welt um. Oder rüsten hier so ein bisschen aus. Ein bisschen... Sicher. Naja, Charakterpflege, so nach dem Motto. Finstere Nacht. Ja, ich hätte schon Bock, einfach mal die Stiefel auszuziehen. Komm, das machen wir mal. Der läuft mir immer so schnell davon. Der läuft immer so schnell. Muss das denn sein? Jawohl. Die Zugbrücke. Ne, halt, hier war sie immer schon offen. Aber hier. Die ist unten. Zugbrücke ist unten, wir kommen durch.
Hervorragend. So, jetzt will ich mal sehen, ob da tatsächlich der... wie ist der? Tiax, glaube ich, ne? Warum denn ich? Ob der tatsächlich da auf uns wartet... oder... oder nicht. Arbeit. Das wird mich echt warum mal interessieren. Was ist jetzt schon wieder los? Sicher. Der Eintritt kostet eine Goldmünze pro Person. Bitte nennt den Ort eurer Herkunft. Wir kommen ja gerade aus Beregost. Wartet hier, mein Befehlshaber möchte mit euch sprechen. Bürger, bitte vortreten. Ach ja? Zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Scar, stellvertretender Kommandant der Flammenden Faust. Zwar braucht euer Name... braucht ihr euren Namen nicht preiszugeben, doch beantwortet mir bitte diese eine Frage. Seid ihr jene Gruppe, die an dem Fiasko in den Minen von Nashkel beteiligt war? Ja, das waren wir. Ich muss schon sagen, ihr habt hier oben in Ballastor einen ziemlichen Tumult entfacht. Aha. Ich kann nicht im Einzelnen benennen, was mich zu diesem Schluss veranlasst, aber in der Stadt sind viele merkwürdige Dinge geschehen. Es wird immer schwieriger für mich, überhaupt noch jemandem zu trauen. Ich brauche Leute von außerhalb, die keine Verbindung mit denen in der Stadt haben. Werdet ihr daran interessiert, diesen Part für mich zu übernehmen? Wäre wirklich wieder Zeit, doch Lust. Ja, wenn es sich bezahlt, macht sicher. Oh Gott. Nun gut. Was ich euch jetzt mitteile, muss streng vertraulich bleiben. Habt ihr verstanden? Ich möchte, dass ihr eine Untersuchung der Gemeinschaft der Sieben Sonnen aufnehmt. Da haben wir auch schon erfahren, dass da jemand sich eingeschlichen hat von den Bösewichten. Irgendeinen Spion haben sie da untergebracht. Die Anführer der Sieben Sonnen haben sich in letzter Zeit recht sonderbar verhalten. Sie verkaufen wertvolle Güter und vernachlässigen einen großen Teil ihrer einträglicheren Handelsaktivitäten. Angesichts der Bedeutung der Gemeinschaft für die Wirtschaft der Stadt sind die Großherzöge stark beunruhigt. Ich habe Yasuo, den Chef der Gemeinschaft, um ein Gespräch ersucht. Er wies mein Ansuchen in grober Weise zurück. Ich sollte mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern, sagte er. Ich kenne Yasuo seit vielen Jahren und ein solches Verhalten hat er noch nie an den Tag gelegt. Ich kann keine offizielle Untersuchung einleiten, da es dafür keinen wirklichen Grund gibt. Darum brauche ich euch. Okay. Ja, wir sind von außen, wir sind ein bisschen naiv. Wir schmettern dem einfach alles entgegen, was wir gelernt haben. Und schauen mal, ob es gut oder schlecht wird. Naja, wir sind bereit. Doch solltet ihr zunächst eines wissen. Wir glauben, dass der Eisenthron hinter den derzeitigen Ereignissen entlang der Küste steckt. In den Minen von Nashkel und im Mantelwald haben wir einiges über die Ziele und Methoden des Eisenthrons erfahren und die Zukunft verheißt nichts Gutes für diese Gegend. Das wirft ein ganz neues Licht auf die Sache. Ich kann momentan nichts unternehmen, aber ich werde mich darum kümmern. Ich möchte, dass ihr in das Gebäude der Sieben Sonnen eindringt und herausfindet, was da faul ist. Führt eure Erkundungen verdeckt durch. Ich möchte nicht, dass die Angelegenheiten in einer Katastrophe endet. Gebt vor allem auf Yasuo Acht. Nachdem ihr so viel wie möglich herausgefunden habt, meldet euch wieder bei mir. Ihr trefft mich im Lager der Flammenden Faust an. Ich zahle jedem von euch 2000 Goldmünzen. Ja, dann machen wir die Gruppe auf jeden Fall mal voll, oder? Oder nur die jetzt dabei sind, das wäre schlecht. Das Anwesen befindet sich im Südwesten der Stadt. Ich wünsche euch alles Gute und vergesst nicht, dass wir uns bei der Kaserne der Flammenden Faust westlich von den Sieben Sonnen treffen, sobald ihr den Auftrag auf dem Anwesen der Sieben Sonnen ausgeführt habt. Sieben Sonne, westlich, Kaserne, Südosten, läuft. Was hat er gesagt? Der Eisenthron befindet sich östlich vom Druidenhain. Ach so. Was? Druidenhain? Ich glaube, die meinten da was ganz anderes, oder? Ja, es ist Tag 56, da waren wir im Mantelwald. Das ist nicht der Eisenthron, das ist die Mine des Eisenthrons, oder, ne? Auf jeden Fall die Mine, Punkt. Scar hat uns angeheuert, den merkwürdigen Dingen auf den Grund zu gehen, die im Lager der Sieben Sonnen im südwestlichen Teil der Stadt vor sich gehen. Na gut. Wo ist die Musik? Schlaft nicht zu fest, Meister. Warum denn ich? Warum denn nicht? So, jetzt mal schauen. Wir sind endlich angekommen. Dabei die komische Umbali-Hexe.
Die wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich hätten wir da mehr machen sollen. Vielleicht einfach hin und her laufen, dass wir sie nicht einfach. Naja, die haben wir einfach abgestochen. Beziehungsweise haben wir einen Pflegel über. Naja, wir haben einen neuen Scheitel gezogen. Und vielleicht war das nicht die richtige Entscheidung. Vielleicht hätte man das Ganze anders machen sollen, im Sinne von. Was weiß ich. Okay. Vielleicht sowas wie. Sicher. Ja, reden wir mit den Bauern, dann reden wir mit ihr wieder, dann wieder mit den Bauern. Diese Ankeks müssen wir jetzt ja noch besser platt klatschen können. Fällt mir da gerade mal so auf, jetzt wo wir hier oben sind. Na gut, dann wollen wir mal. Da ist er. Ach, Quail. Wer ist denn Tiax? Wie soll ich den Namen Tiax noch in der Rübe? Den gibt es nämlich auch noch. Der so ein bisschen merkwürdig aussieht. Aber gut, wir reden mal mit Quail. Allein die Küstenstraße entlang gehen. Wie klug ist das denn? Wie? Hallo, ihr Reisenden. Ihr seht mir wie Wandersleute der abenteuerlustigen Art aus. Sagt mir, wohin zieht ihr? Ach, Richtung Westen bis zum Morgengrauen. Sie Pläne nicht ändern. Falls euch etwas angeht, Osten ist meine Richtung. Hä? Was ist das für ein dummes Zeug, was wir hier von uns geben? Ich werde eine Zeit lang Richtung Süden gehen, das kann sich aber noch ändern. Ja, wenn er hier wartet, vielleicht möchte er tatsächlich Richtung Süden, möchte vielleicht raus aus der Stadt. Ja gut. Oh, meine ungehobelten Freunde, das ist auch meine Richtung, ja, so ein Zufall. Das Schicksal hat unsere Wege sich kreuzen lassen und gewiss wäre es für uns alle von Vorteil, wenn wir unseren Weg gemeinsam fortsetzten. Wir würden uns trefflich ergänzen, ihr, die wild entschlossenen Abenteurer und ich, der Kluge, der Umsichtige. Wie könnt ihr dieses Angebot ausschlagen? Nun, wie ich das ablehnen kann, werdet schon sehen. Stellt euch fort. Egal. Kommt, wenn es unbedingt sein muss, aber haltet auf euer Mundwerk. Haltet euer Mundwerk in Zaum. Nun, dann gehe ich also meiner Wege. Ihr sprach. Ihr habt ja gesagt? Aber selbstverständlich komme ich mit euch. Meine priesterliche Klugheit und Geschicklichkeit ist genau das, woran es eurer Gruppe noch fehlt. Auf geht's. Klar, wir haben auch nur zwei Kleriker, aber sonst geht's gut. Und er bringt Gold mit. Ja, nee, das ist derjenige, der so komisch aussieht. Wie heißt dann nochmal der Tiax? Den Namen habe ich auch noch in der Rübe. Der Kleriker-Illusionist, ach was. Das ist ja nett. Die zwei, die können ja. Die können ja dann sich richtig unterhalten. Du gehst mal vor, du Hund. Der Quail. Hat sogar einen. Oh, der hat einen Zauberpunkt mehr. Das sieht der Bunkfuß, glaube ich, nicht so gerne. So, ein absoluter Schwächling ist er. Ach ja, der ist ja so geschickt, hat er gesagt, ne? Intelligent und geschickt. Er ist dümmer als ich und er ist weniger geschickt als ich. Er hat weniger Konstitution als ich. Weisheit hat er auch keine und Charisma ist bei ihm auch nicht zu finden. Also ist das im Grunde genommen nur einer mit einer großen Klappe. Chaotisch neutral. Was heißt denn chaotisch neutral nochmal? Chaotisch neutral heißt normal irgendwas, was richtig gut ist. So, jetzt müssen wir schauen. Oje, wo war nochmal die. Wo sind die Gesinnungen? Moment, Moment, das kriegen wir aber hin. Attributspunkte. Ich muss mal ganz kurz schauen. Gesinnung, da. Chaotisch. Chaotisch neutral ist der Gute. Was heißt das denn? Absolut neutral, rechtschaffen neutral, chaotisch neutral. Chaotisch neutrale Charaktere glauben daran, dass es überhaupt gar keine Ordnung gibt. Aha. Und daran sind auch ihre eigenen. Mein Gott, ich kann es nicht lesen, so düster. Ihre eigenen Aktivitäten eingeschlossen. Diesem Lebensmotto folgend richten sie sich einfach nach ihrer momentanen Gemütslage. Gut oder böse, spielt bei der Entscheidung keine Rolle. Der Umgang mit chaotisch neutralen Charakteren ist äußerst schwierig. Diese Charaktere sind bekannt dafür, dass sie munter und aus unerfindlichem Grund alles, was sie besitzen, in nur einem Würfelspiel verspielen. Sie sind fast gänzlich unzuverlässig. Aha. So einer ist das also. Der glaubt an nichts und niemanden. Schwierig. Ach ja, was hat er denn für Waffen? Den Pflegel in der Hand? Heißt das was? Bedeutet das? Stumpf, Spitz, Geschoss. Ja, irgendwie sind die alle gleich. Tja, was soll man dazu sagen? Oh, die Musik gespielt. Ohne dass ich was getan habe. Das ist natürlich toll. Ja, das Gute ist aber, den Müll können wir weglegen. Ja. Stumpf, Spitz, spielt keine Rolle. Der kann mal den Hammer in die Hand nehmen. Jetzt haben wir noch mehr, die mit
lustigen Kügelchen werfen können. Ja, ein bisschen wenig Munition. Macht aber in dem Fall jetzt nicht so viel. Ach ja, er ist ja auch Illusionist. Was hat er noch für Werte? Er ist Stufe 6 und Stufe 5. Okay, also werden sie doch so in etwa angeglichen an das, was man selber hat, schätze ich mal, oder? Habe ich auch noch, glaube ich, noch nie dabei gehabt. Den Kollegen. Überlieferung 22, ja, ist nicht so schlecht. Die Werte sind alle relativ hoch, haben wir jetzt gelernt, das ist nicht so gut. Ja, es kann sein, dass ich das dann irgendwann mal umändern und sage, so, jetzt komm, du wirst jetzt mal, weiß nicht, ein Schwerkämpfer. Weil da haben wir mal was anderes. Wir müssen nicht mal die gleichen Sachen benutzen. Möglichkeit, Zauber zu lernen, 75%, nicht so gut. Reaktion minus 5, auch nicht schlecht, ja, auch nicht gut. Schwach ist er auch. 50, Minimum, oh Gott. Wir brauchen echt mal so eine Stärke 8. Okay, den kann ich ja komplett vergessen. Im Nahkampf wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich kriegt er wie minus 3 oder 4 auf seinen Schadenswurf. Egal. Zauber. Okay. Melfs Säurepfeil ist nicht schlecht. Durch diesen Zauber zeugt der Magier einen magischen Pfeil, der unfehlbar auf sein Ziel zusteuert. Sehr schön. Der Pfeil besitzt zwar keine Angriffs- oder Schadenszuschläge, doch er verursacht 2W8 Säureschaden. Das ist nicht schlecht. Säurespritzer auf die Umgebung entstehen dabei jedoch nicht. Für jeweils drei Stufen. Erst Stufe 5. Bald Stufe 6. Okay. Für jeweils drei Stufen. Also zwei. Was? Moment. Wo waren wir? Für jeweils drei Stufen, die der Anwender erreicht hat, bleiben die Säure eine weitere Runde lang wirksam. Ah ja, stimmt. Das kenne ich noch. Wenn sie nicht neutralisiert wird. In jeder Runde, für die die Säure wirksam bleibt, verursacht sie weitere 2W4. Also immer 2 bis 8 Schaden. Auf der dritten bis fünften Stufe bleibt die Säure also 2 Runden lang wirksam. Das haben wir momentan. Und wenn er die sechste Stufe erreicht, 3 Stufen lang. Sie bleibt wirksam 2 Runden lang. Das heißt, er trifft, macht Schaden. In der nächsten, dann bleibt es eine Runde und nochmal, dann bleibt es zwei Runden. Ist das richtig? Oder bleibt es wahrscheinlich immer eine? Ist auch egal. Also bei uns zwei Runden, so. Und natürlich Vorrichtgeschichte, okay. Und Monster schaffen, ne? Monster herbeirufen. Innerhalb von einer Runde nach der Anwendung dieses Zaubers beschwört der Magier auf magische Weise 8 TW-Trefferwürfel an Monstern herauf. Also wahrscheinlich 1W8, also 1 bis 8. Dieser scheint innerhalb... Ach nee. Viecher mit die einfache Variante ist das, ne? 8 Trefferwürfel an Monstern drauf. Diese erscheinen innerhalb der Reichweite des Zaubers und greifen die Gegner des Anwenders an, bis die Wirkungsdauer des Zaubers beendet ist oder alle Monster schaut sind. Für diesen Wesen wird kein Moralwurf durchgeführt und nach ihrem Tod verschwinden sie. Wenn kein Gegner zum Bekämpfen da ist und sich der Magier mit den herbeigerufenen Monstern verständigen kann, lassen sie sich von ihm für andere Dienste einsetzen. Okay, interessant. Also der hat einige Zauber. Jetzt haben wir einen zweiten Zauberer, / Kleriker. Denn das kann er offensichtlich auch. Personen festhalten, untote Glyphen, bla. Ja. Hier ist jetzt nicht der beste Zauberer, so wie der andere nicht der beste Kleriker ist. Aber... das war ja irgendwie abzusehen, dass wir das große Sagen haben. Gut, also eher so ein Zauberer für die zweite Reihe, würde ich sagen. Und da er ein Kleriker-Illusionist ist, braucht er, genau wie wir, wie ich es mir dachte, schon Robe und... Na gut, aber was kann der tragen? Vielleicht so ein Leder... Lederding. Okay, irgendeiner von uns hatte... Er hier, der hatte Rüstungsdinge, die nichts bringen. So, jetzt ist er zumindest mal auf Stufe 7. So, dann bekommt er noch ein Schild in die Hand gedrückt. Jetzt kann er wahrscheinlich wieder nicht zaubern, nehme ich nochmal ganz stark an. Doch. Ja, das ist halt ganz nett. Das könnte normalerweise ein Zauberer ja nicht, aber ne, so kann er weiterhin zaubern, obwohl er die Rüstungen trägt. Das ist gar nicht mal so verkehrt. So, Schüchen könnt ihr noch tragen. Ja, Schüchen. Wir haben noch Stiefel der List, aber das bringt ihm natürlich überhaupt nichts.
Das ist eher für uns gemacht. Ja, Zauberstäbchen können wir ihm auch mal in die Hand drücken. Gleich den besten? Natürlich nicht. Er bekommt so einen einfachen Zauberstab. Und irgendeiner hatte zweimal. Hatten wir nicht mehrere Heiltränke oder so? Irgendwas war da doch. Generationstrank. Moment, hatte der Montaron nicht irgendwie mehrere? Ach ja, wir haben es ja dem Dings abgegeben. Dem guten Schutzring. Ah, die kann auch noch tragen, die Geschichte. Sehr schön. Bessere Rettungswürfe und so weiter. So, also Heiltränke, hatten wir da nicht welche? Irgendwie so, ich sag mal, günstige. Riesenstärke, Explosionstrank. Wer hatte das denn noch gleich? Das hier. Trank der Stärke war einfach nur erhöht die Stärke, dass er auch im Nahkampf was ausrichten kann. Okay. Haben wir mal Spaß halber. Ah ja. Ja, das packen wir mal nur ins Gepäck. So ein schöner Heiltrank wäre nicht schlecht. Denn der hat momentan noch nichts dergleichen. Gut. Also müssen wir Kügelchen sammeln. Vielleicht, oder höchstwahrscheinlich, finden wir. In Ordnung. Finden wir noch mehr. Ja. Ja, es ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Wir sollen uns ja melden. Wer ist nochmal Tiax und wo finde ich den? Ach Gottchen, ja, das sind so einige Gebiete. Wahrscheinlich sind es irgendwie 6 Gebiete oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde sagen, wir schauen mal uns den ersten Bereich an. Oh, Musik? Video. Da, Wanderer! Bleibt mal kurz bei einem alten Mann stehen. Ja, Elminster. Einen guten Tag wünsche ich euch, junges Leben. Ach ja, wenn die Nacht reinbricht oder wenn es morgen wird, dann gibt's auch, meine ich, immer ein Video. Welch wundervoller Zufall, dass sich unsere Wege erneut kreuzen, noch dazu in einer solch grandiosen Stadt wie dieser. Ah, ich sehe es in euren Augen, dass ihr keine Zeit für mein aufgesetztes Geplänkel habt. Stimmt schon, unser Treffen ist kein Zufall, aber es freut mich wirklich, euch wiederzusehen. Es wird gut, euch wiederzusehen. Was bringt euch her? Oh, alle Bürger der Schwertküste kommen irgendwann durch Baldur's Tor und ich war mir sicher, dass ihr da keine Ausnahme wärt. Vergebt mir, dass ich mich weiter einmische, aber ich glaube, es ist gerechtfertigt, vor allem in Anbetracht des Druckes, unter dem ihr euch zweifellos befindet. Meine Belästigung verblasst jedoch bestimmt im Vergleich mit dem Einfluss, den andere auf euch auszuüben versuchen, auch euer eigenes Ich. Gurion hat euch so gut er konnte aufgezogen, aber es ist in der Tat schwierig, Angeborenes zu überwinden. Und in eurem Fall noch viel schwieriger, fürchte ich. Er spricht in Rätseln. Hat das was mit den ganzen Visionen und Träumen, die wir haben, zu tun? Na, dieses ganze Hin- und Hergerissen, gehe ich diesen Weg, gehe ich jenen Weg? Ja, die Ströme treiben uns in eine Richtung? Oder sind wir doch selbst für uns verantwortlich, für unser Schicksal? Man weiß es nicht. Was wisst ihr über Gurion? Er war lange Zeit mein Freund und wir sprachen viel miteinander. Jedoch seltener, nachdem er euch zu sich genommen hatte. Er ist früher ziemlich weit herumgekommen, aber seine neue Rolle als Ziehvater hat er nie bereut. Er meinte, eine stabile Kindheit würde euch besser auf, naja, die Probleme vorbereiten, denen ihr irgendwann entgegentreten müsstet. Er hat sich viel Mühe mit euch gegeben. Ich hoffe, das war nicht alles umsonst. Ja, er war ein guter Mann, doch ich würde lieber meinen eigenen Weg gehen. Ja, genau das meinte ich ja auch. Ja, gerade mit dem Pfaden, geht man den leichten Pfad oder nehmen wir doch lieber den etwas beschwerlicheren, ungangbaren oder nehmen wir doch die, folgen wir dem Strom, diesem Blutstrom oder setzen wir den Weg so fort, wie wir wollen. Das würde ja eine Lehre sein. Es gab ja so viele Visionen mit so vielen verschiedenen Sachen. Ich würde sagen, wir wählen unseren eigenen Weg. Wir versuchen es zumindest. Ich wollte euch nicht das Gegenteil vorschlagen, welche Motive ihr auch habt. Es ist stets klug, unabhängig zu sein. Meine Bedenken sind nur, dass es euch schwerer fällt, eurer Abstammung zu trotzen als den meisten anderen. In euren Adern fließt böses Blut, auch wenn Gurion tat, was er konnte, euch rechtschaffen zu erziehen.
Naja, wir sind ja recht schon böse. Von daher passt das schon. Ihr habt zudem hungriges Blut. Und es wird euch nicht loslassen ohne Kampf. Was auch immer geschieht mit dem, was einem in die Wiege gelegt wurde, muss man zu gegebener Zeit fertig werden. Ich hoffe, ihr habt den Willen, eurem Innersten gegenüberzutreten. Ja, ich glaube auch. Das habe ich auf jeden Fall. Der klärt uns jetzt auf, dass wir halt zerrissen sind. Und unsere Vergangenheit ist ja alles so ein bisschen unklar. Wir wurden ja aufgezogen und so, aber offenbar böses Blut. Na, ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß mir nicht davon, doch ich tue, was am besten ist. Ja. Wir treffen die Entscheidung dann, wenn es auf uns zukommt, würde ich sagen. Ich bin sicher, dass die Zukunft Gutes für euch bereithält. Fürs Erste begleiten euch meinen guten... Was? Fürs Erste begleiten euch meinen guten Witcher und ich werde euch einige Namen nennen. Scar von der Flammenden Faust ist ein guter Mann. Sehr schön. Und vertrauenswürdig. Gut, dass wir ihm alles erklärt haben, was wir gelernt haben. Sein Vorgesetzter Herzog Eltan, der Silberschild, ist ebenfalls rechtschaffen. Beiden solltet ihr glauben, was sie euch sagen. Ich verabschiede mich und wünsche euch alles Gute. Ja, gleichfalls. Und tschüss, Elminster, tschüss. Da läuft er. Ein guter Mann. Wieder ist Elminster aufgetaucht, doch diesmal war er etwas freizügiger mit seinen Informationen. Er kannte Gorin offensichtlich gut und fand, dass er der richtige Mann war, der sich um mich kümmern sollte. Er sprach auch von bösem Blut und einem Makel, der mich verzehren wird, wenn ich nicht aufpasse. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich werde seine Warnung befolgen, kann mich jedoch nicht lange damit befassen. Er hat mir aber ein paar Namen von Leuten genannt, die er als vertrauenswürdig erachtet. Scar von der Flammenden Faust und Herzog Eltern. Ihnen kann ich wohl glauben, wenn mir Elminster das empfiehlt. Ja, wenn das so ist, dann soll es so sein. Alles noch fünftes Kapitel. Ja, war sehr ertragreich. Sicher. Ja. Ein Edelmann. Ein Herr, sollte seine Nähe zu AIDS anspreche. Hallo? Freut mich, so eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Oh Gott, ein Pariser. Keinen Schritt näher, sonst werde ich rabiat. Ach ja? Als Mann aus vornehmem Hause lasse ich mich nur selten dazu herab, mich mit den üblichen Dingen des gemeinen Bauernlebens zu beschäftigen. Ich zweifle sehr daran, dass ich euch etwas zu sagen habe, das euch weiterbringt. Es tut mir leid, mein Freund. Okay. Wir reden mal mit den Leuten. Ich bin nicht fett, ich habe nur schwere Knochen. Ausgesprochen schwere Knochen, um ehrlich zu sein. So riesige Knochen, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Ein Wesen ohne Rüssel oder Spritzer. Ja. Elefantenmann. In mir steckt ein dünner Mensch, der unbedingt raus will. Geschieht ihm recht. Er hätte sich nicht so nah ans Buffet stellen sollen. Ja. Und in jedem von uns steckt ein Skelett. Hinweg mit euch. Oder die Garde würde ich in Öl braten. Oder vielleicht in Öl frittieren. Mit einer wunderbaren Lachs-Weißweinsauce. Und diesen kleinen Croutons, die so gut schmecken. Verfressener Sack. Ja. Denkt nur an 7. Den solltest du mal sehen. Den Film. Ein Bettler? Bitte um eine milde Gabe. Halt den Mund, Dreckstück. Geil. Bitte auf der Bank, gnädiger. Bitte eine Münze. Oh Mann, halt den Mund, Dreckstück. Also, allein schon, weil es halt super ist, möchte ich das anwählen. Ah, verlauster Affe. Ja, nehmt diese goldene Münze. Ihr seid ein Engel, gnädiger Herr. Ja, man kennt das ja. Die Augen und Ohren, ne? Ihr seid ja ganz schön schnellige Burschen, wie? Schnellige Burschen? Diese neuen Leute vom Eisenthron jagen mir Angst ein. Seit sie in den Westturm gezogen sind, ist für uns einfache Leute alles noch schlimmer geworden. Eisenthron, Westturm. Also habe ich noch recht gehabt. Es ist zwar paranoid, ihnen das mit den Banditen und dem Eisen anzulasten, aber das gibt es schließlich vorher alles nicht. Gab es vorher nicht. Ja, ja. Und wir haben neue Informationen. Rück doch damit aber raus, dann wissen die Leute auch Bescheid. Lasst mich in Frieden, von mir aus. Von mir aus. Oh je. Billigladen des glücklichen Eilo. Oh je, jetzt geht das wieder los. Ja, wir sind jetzt in einer großen Stadt. Und in der großen Stadt, gerade hier die Dorfbewohner, die wollen natürlich jeden ansprechen. Hallo, wie geht es euch? Womit kann ich dienen? Sollen wir Freunde werden? Verdammt nochmal. Nach einem harten Arbeitstag fehlt es gerade noch, wenn ein paar Angeber durch die Stadt laufen, als würde sie ihnen gehören. Warum sucht ihr euch keine richtige Arbeit, ihr Drückeberger? Ja, zeig's ihnen, Marl. Oi, der dumme
Dummschwätzer. Du bist ja der Dummschwätzer. Hübsches Städtchen, nicht wahr? Aber ein Wort für weise Ohren, der Schein trügt. Kratz ein bisschen daran, dann tritt die Fäulnis zutage. Ich habe euch gewarnt. Seht euch bei Gelegenheit mal den Unterkeller an, dann seht ihr, was ich meine. Unterkeller. Du machst eine Notiz im Geiste. Der Unterkeller? Was passiert da? Hat das was mit den Leuten vom Eisenthron zu tun? Vielleicht ja, aber ich würde so etwas nicht wissen. Hier gibt es alles Mögliche. Die Stinkreichen und die, denen es dreckig geht. Die cleversten Schurken und die gefallensten unter den heiligen Männern. Aha. Ach, denn dort wandeln die Damen der Dunkelheit und alle Seelen sterben nach ihren Küssen wie Motten zum Licht. Sind das Sirenen? Geht jetzt. Solche Gedanken hebt man am besten nicht zu lange. Okay. Nun gut, jetzt geht das schon wieder los. Ja, das hatte ich so ein bisschen befürchtet. Jetzt kommen wir nämlich in die große Stadt. Und die große Stadt ist groß. Viele Menschen... Ah! Der hat denselben Laden wie in Beregost. Aber wahrscheinlich ist das eine Filiale, ne, wo jeder Laden gleich aussieht. Jeder Penny, jeder Lidl, jeder Edeka, jeder Bla sieht immer gleich aus, nur mit leichten Unterschieden. Oh. Darf ich die nehmen, die Sachen? Ich glaube nicht, das ist ein Laden, ne? Ihr habt es bald? Wer will denn mal? Ai, Karamba. Die Geschichte der roten Raben. Und ein Trasar. Ja, ist ein Laden, ne? Soll ich vielleicht mal unseren Was guten... Kann ich für euch tun? Gut, nee, der Punkfuß. Gut. Der Punkfuß führt heute mal die Gespräche. So ist es richtig. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Und der klingt wie einer aus Naschkel. Naja, kein Wunder bei der Eisenknappheit. Glücklicher Aello. Alle Leute, willkommen, glücklicher Aello, wo die Preise so niedrig sind, dass eigentlich nicht, was nicht stimmen kann. Aha. Keiner verkauft billiger als ich, weil keiner billiger einkauft. Wenn ihr irgendwo hier in Kalimshan etwas billiger seht als bei mir, dann bringt euch das Produkt wahrscheinlich auch um. Was kann ich für euch tun? Ah, sie habt die billigsten Waren in der Gegend. Ich sehe mich mal um. Okay. Er bietet Flüche an. Was zur Hölle? Ja gut. Und ein Gegengift, das mit dem komischen Geschmack. Ne, die Farbe ist irgendwie seltsam, ganz genau. Ich wusste doch, dass irgendwas faul. Und der bietet es an, der Hund? Ein Heiltrank. Wenn dieser seltsame trübe Trank vollständig angenommen wird, scheint er neun Trefferpunkte der Person wiederherzustellen. Die Wirkung tritt augenblicklich ein und der Trank wird dabei zerstört. Neun Zauberpunkte. Leichte Heilung ist ja 8. Nicht 1 bis 8, wie es eigentlich sein sollte, aber finde ich ein bisschen merkwürdig. Weil die Lebensenergiepunkte beim Aufstieg, die werden gewürfelt, aber eine Heilung ist immer 8. War das immer schon so oder haben die das mit dem Add-on hier, mit der Erweiterung geändert? Ja, man könnte auch stehlen. 24.000 Mark. Ich glaube, da sind wir aber nicht so bewandert drin. Das wäre dann Taschendiebstahl, ne? Taschendiebstahl und Meisterdieb, da haben wir eine Chance. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ich habe auch nochmal nachgeschaut wegen dem Türen öffnen, beziehungsweise dieses Fallen, hier die versteckte Türe finden. Zwerg und Kämpfer geben zusammen 20 Punkte und Halbling und Dieb geben zusammen auch 20 Punkte. Deswegen sind Kegane und Montan gleich gewesen, was das angeht. Ja, toller Laden. Wir sind dann mal weg. Wie der Flüche an, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, jetzt gibt es halt wieder 1000, oh je, yeah. 1000 Geschichten, wo wir hin könnten. Oder wir laufen einfach an allem vorbei. Ja? Mein Mann sagt, dass die Räuber von Am angeheuert wurden, damit sie unsere Stadt marode machen. Anschließend wollen sie einmarschieren. Da kann einem wirklich Angst und Bange werden. Nanu? Die Spannung zwischen Ballistor und Am scheinen sich zu vergrößern. Ach ja? Hoi, der Dummschwätzer. Ja, komm. Wenn's unbedingt sein muss. Oi, der Dummschwätzer. Einen Rat gebe ich euch. Haltet euch von allen fern, die zum Handelskartell des Eisernen Throns gehören. Hatten wir sowieso vor. Das sind alles Halunken, denen man nicht trauen kann. Ja, die wissen doch schon, dass das Bösewichte sind. Was müssen wir denn noch in Erfahrung bringen? Ist doch Quatsch. Dieses verdammte Volk von Am ist wirklich unersättlich. Die sind so blöd, dass sie selbst einen Krieg mit Ballistor riskieren würden. Ich frage mich, was sie davon versprechen. Vielleicht ist das nur ein Gerücht. Meine hat mir ganz schön eingeheizt. Ja, wir sind ein dicker Mann, in dem ein dünner Mann steckt. Okay. Klingt komisch.
Ne, klingt irgendwie ein bisschen degeneriert, aber naja, lassen wir einfach mal so stehen. Was ist das? Geschäft der Stille. Oh. Weißt was? So eine Art von Bestattungsinstitut oder? Wenn's unbedingt sein muss. Ach, hier ist keiner, deswegen ist sie so still. Ach ne. Ja, der Silence. Silence heißt übrigens Stille auf Deutsch. Ich dachte, ich übersetze das einfach mal. Wenn's unbedingt sein muss, oder wollt ihr sterben? Wie bitte? Wollt ihr dann sterben? Geht ohne Eile hinein und belasst eure Waffen dort, wo sie sind. Dies ist kein Gasthaus und auf ein freundliches Lächeln zur Begrüßung müsst ihr verzichten. Ich erwarte, dass ihr für den euch gewährten Schutz bezahlt. Der Preis berechnet sich pro Tag und Kopf. Ich gehe, was? Ein erhebliches Risiko ein, indem ich dahergelaufene Raufbolde wie euch bei mir beherberge und tue das nicht zum Vergnügen. 5 Goldmünzen macht das, im Voraus zu bezahlen, wenn ich bitten darf. Wie bitte? Dies ist kein Gasthaus und auf ein freundliches Lächeln zur Begrüßung müsst ihr verzichten. Ist das hier ein... Tut mir so leid, wir können nicht zahlen. Ihr habt das Geld nicht. Ihr seid ja nicht bei der Heilsarmee. Macht, dass ihr rauskommt oder ich helfe euch auf die Sprünge. Das könnte dann allerdings sehr unangenehm für euch werden. Willst du mir drohen? Was ist das für ein Laden? Und wieso muss ich hier 5 Marken voraus? Wofür denn? Oh. Oh oh. Ein Wächter? Wächter, sag ich da nur. Alles wegen des lieben Geldes. So. Ich würde das Gespräch von eben nochmal gerne aufnehmen. Ich bin unzählige Male im ganzen Reich herumgekommen und ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Leute häufig nur deshalb streiten, weil sie nicht ordentlich ausgeschlafen sind. Das Heiligtum ist nicht in erster Linie als Versteck gedacht. Ach, das ist das hier. Heiligtum, Vogium, Stille. Sondern vielmehr als Ort, an dem man seine müden Knochen und seine angespannten Nerven ein wenig ausruhen kann. Ach. Ich verstehe. Ich verstehe. Schlagender Lederwams, Lederrüstung, Schutzumhang plus 1. What? Dieser einfache Umhang ist mit einigen magischen Fähigkeiten versehen worden, um den Schutz seines Trägers zu erhöhen. Dies geschieht, indem der Umhang Rettungswürfe und Rüstungsklassen entsprechend verändert. Er ist ideal für Zauberkundige und andere Zeitgenossen, die keine schweren oder einengenden Rüstungen tragen können oder wollen. 7500 Mark. Das klingt verlockend. Das klingt verlockend. Das ist quasi ein Schutzring. Schutzringumhang. Schleuder plus 1. Jawohl, Sir. Das Leben ist großartig. So. Oh, die guten Kugeln hat er auch. Die guten Rumkugeln. Ja, ich würde sagen, wir kaufen mal einen. Mein Name ist Lose. Oh, Kugel plus 2. Trifft besser, macht einen Schaden von 4 bis 7. Ja, das haut ganz gut rein, das Zeug. 450. Aber ich möchte natürlich noch nicht alles ausgeben. Das ist ja klar. Betäubungspfeile, sehr gut. Sehr... sehr gut. Die werden gekauft. Ach, der bietet die immer an. Okay. Okay, okay, okay. Wurfpfeile plus 1. Trifft besser. Macht einen Schaden von 2 bis 4. Nicht schlecht. Besser als die Standarddinger. Meister die Wendigkeit. Heißt zwar nicht Geschicklichkeit. Der Trank steigert die Geschicklichkeit des Empfängers auf 18. Beende die Rüstungsklasse. 15 Stunden hält das Ding an. Oh, die sind nicht schlecht. Für nur 450 Mark. Aber der Schutzumhang, das klingt schon sehr, sehr verlockend. Ich kann doch die ganzen Unverwundbarkeitstränke mal wegschmeißen. Rüstungswert auf 0 gesetzt. Rettungswurf plus 5 Bonus. Die sind halt echt nicht schlecht, die Dinger. Andererseits... ja, ich weiß halt nicht, ob ich das wirklich tragen kann. Sehr wohl. Aber das war schon mal gut. Moment, ich kann doch einfach mal spaßhalber überkaufen, nehmen das Zeug einfach mal. Wenn's unbedingt sein muss.
Wir verkaufen dir das, was wir gerade eben aufgesammelt haben. So, da freust du dich bestimmt. Hervorragend. Klingt auf jeden Fall verlockend. Den Schutzumhang würde ich gerne mal angucken. Etwas genauer unter die Lupe nehmen. Das heißt also, man könnte... Nee, könnte man nicht. Weil wahrscheinlich der Anklickplattenpanzer als solcher gilt. Quatsch. Hier sind wir. Aber der Plattenpanzer tut das nicht. Okay, wir machen jetzt mal was Krasses. Nein. Einen Moment bitte. So. Da werden wir wieder. Mit entsprechender Musik. Wo waren wir? Beim Einkaufen. Sehr wohl. Genau. Es ging um den Mantel, genau, um den Schutzumhang plus eins. Ja, tut mir leid, ich musste, wenn mein Typ verlangt wird, bin ich leider ein bisschen abgelenkt danach. Verständlich, denke ich mal. Schutzumhang 1. Schutzumhang 1. Rüstungsklasse plus 1, Bonus, Rettungswurf plus 1. Für 7.500. Wir haben das Geld eh. Würde ich mal behaupten. Und wir benutzen ja die komische Kaskarott-Geschichte nicht. Würde ich mal sagen. Ja, oder vielleicht im Hinterkopf behalten werde ich es noch. Wir machen es einfach mal. Schauen, ob es funktioniert. Wenn nicht, wird halt Ladenwald nochmal neu. Ist ja egal. So, das ist was für den Chef, weil der, wie gesagt, die Schutzringe nicht tragen kann. Und es bringt etwas. Rüstungsklasse verbessert und alle Rettungswürfe sind jetzt wahrscheinlich wieder runtergesetzt, ne? Genau, -2. -2. Odenwaffe 13. Odenwaffe 14, -2. Okay, also je niedriger, desto besser. Logisch. Weil wahrscheinlich das der Wert ist, über den man dann drüber würfeln muss. Falls es dazu kommt. So. Algernons Charisma-Umhang. Ja, es ist halt nicht mehr der charismatischste. Wer hat denn? Er hat Platz im Rucksack. Charisma 12. Ja, aber der neue, der hat halt gar kein Charisma. Der ist halt völlig, ne? Aber der gute Jeslik, der hat zumindest eins. So. Ja. Rüstungsklasse 0. Okay. 1. -2. Jetzt immer ein krasser Kämpfer. Dann haben wir den Plattenpanzer plus 1. Das zähle ich aber als magisches und ich kann das nicht in Verbindung mit dem Plattenpanzer nutzen. Der hat auch einen magischen Ring. Er hat keinen magischen Ring, kann den aber nicht tragen wegen des Panzers. Oh Mann, jetzt wird es wieder unangenehm. Wer? Der Neue. Aber der hat auch den verdammten Ring. Aber er ist auch ein Kleriker-Illusionist. Also er ist quasi das gleiche. -1. Okay. Also kann man hier wieder, muss man hier wieder den Wechsel vollziehen. Entweder 4 oder -1. Und der andere ist schon bei, der Chef ist schon bei 0. Okay. Ich würde sagen, den lassen wir einfach mal so. Nuller Rüstung. Genau, dann kann der auch das Gerümpel tragen, wenn er da Bock drauf hat. So, die neue Klinge, Schlinge, oder was? Kann der auch mal benutzen, so. Ja, irgendwie bin ich jetzt... Ich muss die Reihenfolge wieder richtig im Raum hinzimmern, das geht so nicht. Da wäre ich ganz, ganz kirre, wenn die Charaktere falsch rum sind, aber... Na gut, muss man sich dran gewöhnen. So, einen Heiltrank hätten wir auch gern. So, haben wir jetzt, haben wir jetzt alles? Haben wir es dann bald? Oder wie? Oder wer oder was? Nee, der kann nämlich wieder nichts tragen. Aber jetzt ist der so schwer. Der wiegt doch nichts. 20 Kilo. Wieso ist der schon wieder so voll? Ach, es ist eine... Es ist schlimm. Stapelschleuder. Na, einer fehlt ja noch im Bunde. Was könnte der sein? Wo kommt der her? Ach genau, was kann denn der... Hat der Quail Spezielles? Unsichtbarkeit. Ja, das passt. Finde ich aber gut. Jetzt haben wir einen zweiten Heilemann.
Aber die Rüstung mit vier ist jetzt natürlich ein bisschen Stuhl. Aber vielleicht finden wir noch gute Armbänder. Gut, also hier können wir kostengünstig Halt machen. Komm, wir halten den mal schwind in den Mantaron. Wie viel braucht ihr eigentlich noch an Erfahrungspunkten? Ui. 13.000, das dauert noch eine ganze Weile. Sehr wohl. Sehr wohl. Ich möchte aber noch nicht die Gastfreundschaft überstrapazieren, indem ich die Regale durchstöber. Ah, hier ist wieder. Wahrscheinlich haben wir hier sehr, sehr viele Tavernen. Tut mir leid, bürgerlich Herr. Ich denke, das sind bürgerliche. Egal. Tut mir leid, wenn ich so mit der Tür ins Haus falle, aber seid ihr nicht die Abenteurer, die mit Monster in der Nähe von... Was? In der Mine von Nashkel aufgeräumt haben. Ich muss sagen, es ist eine Freude, wenn man mal Leute trifft, die für andere ihr Leben aufs Spiel setzen. Ja, das finde ich auch. Was? Das heißt, hey, bitte. Oi, der Dummschwätzer. Ja, du bist ja Dummschwätzer. Sag nichts. Okay, doch kein Dummschwätzer. Ja, wäre eine Idee. Welches Gift ihr auch wollt, irgendwo in Baldur's Gate, werdet ihr es sicherlich finden. Also, was würdet ihr gerne trinken? Das ist auch ein netter Aufmacher, ne? Direkt Assoziation, Gift und was wollt ihr trinken? Ob das so clever ist? Ah, wir können mal einen Schluck trinken. Der Kegane hätte gern ein Goldsandbier. Und ein Schattenbräu. Der Chef möchte dann auch noch ein Bierchen trinken. Ja. Rubinwein. Der Quail, komm, der kriegt auch ein Bierchen. Was ist hier los? Ein Sutzbräu. Einaugenbier. Wieso, trinken alle mal diese Sutzbräu. Was ist hier los? Wie viel muss man hier eigentlich trinken, um... Ah ja. Habt ihr von den Helden von Nashkel gehört? Ein paar gute Leute, sollte damit gesagt, kamen und haben alle Probleme in der Stadt gelöst. Ja, und die können auch trinken wie die Wahnsinnigen. Das hat sich natürlich wieder mal gelohnt. Oi, der Dummschwätzer. Ja, das stimmt. Einen Rat gebe ich euch. Haltet euch von allem fern. Ah ja, die eiserne Thron, bla bla. So, komm. Mach. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Unbedingt sein muss. Ah, hier geht's gerade weiter. Oh, ein Billardtisch. Aha, und hier Glücksspiel wieder. Womit kann ich dienen? Oder wie darf ich das verstehen? Verdammt, der Volk von Amesburg. Unersättlich, ja, das stimmt. Hallo? 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 Wieso redet der so komisch? Hallo? Wenn mich fragt, bedeutet diese ganze Eisenknappheit nichts anderes, als dass demnächst die aus Amir einmarschieren. Das könnt ihr mir glauben. Ich kenne mich da aus. Alles deutet darauf hin. Scheint fast so, als ob sie zu blöd sind, überhaupt erst zu versuchen, ihre Spuren zu erwischen. Ja, du kennst dich aus. Hallo? Die Bewohner von Ballistor haben große Angst vor einem möglichen Krieg mit Am. Ja, Kumpel? Ja, der redet nicht so viel. Wie wär's mit einem Whisky? So lange Zahl, seid ihr willkommen, ja. Gut, noch mehr müssen wir hier nicht trinken. Wir haben genug, würde ich sagen, für heute. Ja, auch interessant, die reden immer von einem Whisky, aber hier gibt's kein Whisky. Hier gibt's nur Bier und Wein. Das lass sein, sage ich da immer. Schon gut, schon gut. Schick mir einen Scotch ein. So, weiter geht's. Wir schauen uns einfach mal weiter in der Stadt um. Eigentlich war der Plan hier, wir schnuppern hier mal rein und machen uns dann wieder vom Acker. Und da ist wieder ein Bettler. Bitte um eine milde Gabe. Gut, hier nimm diese Münze, du Dreckstück. Tschüss. Hallo, Leute. Guten Tag. Dach auf. Herzog Eltern hat die Flammende Faust mobilisiert, wegen denen aus Am. Die führen immer irgendwas im Schilde. Ich habe gehört, sie sollen hinter den Ärger mit diesen Räubern stecken. Aufhängen ist für die noch viel zu gut. Seid gegrüßt. Da kommt drauf an, ob es knackt oder ob man es eine Weile rauszögert. Tut mir leid, wenn ich so mit der Tür ins Haus falle. Ja, wir sind's. Wir sind die Helden von Nashkel. Aber nicht so laut. F-Gesang. I F-Dish. Meinten sie Elf-Gesang? Leichter Schreibfehler passiert schon mal im Eifer des Gefechts. Man sagt, dass die Räuber von Am angeheuert wurden, damit sie unsere Stadt marode machen. Anschließend wollen sie einmarschieren. Da kann ihm wirklich Angst und Bange werden. Hallo. Hallo. Minus Nashkel, bla 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 bla, natürlich. Ja, die Frage ist, soll ich jetzt hier wirklich jede Hütte aufsuchen? Wenn gut Platz ist in jeder...
Ja, nach so kleinsten Hütte, aber... Ja. Womit kann ich dienen? Meine Eule hat mir ganz schön eingeheult. Das mit den Minen gehört. Ja, echt. Komm, genug mit den Bürgern geredet. Die sind alle super schlau, wissen alles. Kennen sich da aus und so. Ja, ja, sagt, ja, was ja. Ihr wollt. Ich glaube, wenn wir das machen, hier mit jedem Affen reden. Ach, stimmt, es gibt noch die Kanalisation. Die ist auch super. Komm, wir haben noch keine Action gehabt. Vielleicht finden wir jetzt hier Action. Vielleicht finden wir auch den Tod. Oh, oh. Wie einladend. Ach ja, natürlich. Direkt spinnenverseucht. So wie wir es am liebsten haben. Hier, wo es Gold wächst, gefällt's mir. The Quail. Was quält euch? Weiß ich nicht. Wie war's mit Befehl? Funktioniert das? Was kann ich für euch tun? Die Antwort ist nein. So. Geddens Wille geschehe. Es gibt keinen besseren. Auf wen geht es los? Das Miststück. Ich glaube auf den Angriffe. Montaron läuft. Es ist aus. Ihr werdet sterben. Ah, jetzt ist er da. Und dann ist er nächstes Mal wieder woanders. Ist das nicht verrückt? Sicher. So, hau das Scheißvieh weg. Und wie sieht die Musik aus? Oh oh. Bitte nicht vergiften. Rettungswurf gegen Tod. Glück gehabt. Hat er seine Rüstung nicht an, oder was ist hier los? Doch, hat er. Die gute. Stufe erhöhen. Ah. Hervorragend. Geht er schon gleich richtig ab hier unten. Womit okay. Kann ich gut, also, ihr habt schon gesehen, gut. Ich höre es da links schon wieder knispeln und knaspeln. Da sind wieder so Kackviecher. Komm, jetzt hacken wir direkt. Ah ja, gut. Und sie wollen immer auf den Monsteron losgehen. Och, vergiftet. Scheiß die Wand an. Was grunzt ihr da? Was grunzt ihr da? Und so? Komm, hau das Vieh weg. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Giftheilung aktivieren jetzt. Okay, das ist vielleicht nicht so gut. Dafür bin ich zu gescheit. Ach ja? Was kann ich für euch tun? Dafür ist er zu gescheit. Bescheid. Heilung für Montaron. Quail. Du sollst eigentlich zaubern, oder? Junge, Junge, Junge. Dafür bin ich zu gescheit. Ja. Oh, ich kann mir schon vorstellen, das wird noch richtig witzig mit dem. Da ist jeder Tag ein Segen, wenn wir morgens aufstehen und haben den guten Quail an der Backe. So. Wo sind wir hier? Wo sind wir denn hier eigentlich? Okay. Das mit dem Gift ist aber sehr ungünstig. Und wieso greifen sie immer den Montaron an? Was stimmt denn da nicht? Er hat doch hoffentlich sein Schildchen hat er doch dabei. Der hat eine Rüstung von minus 4. Warum ist er als Halbling so giftanfällig? Was soll denn der Quatsch? Tod. Lähmen, vergiften. 7. 7 ist doch ein super Wert. Dreifacher hinterhaltiger Angriff, ja. Oh, stimmt. Könnte auch mal Spaß haben machen. Er kann mal die Gegend. Nicht zu fest, er kann mal die Gegend Meister. Sondieren. So, zieh dich mal aus, kleine Maus. Okay. So. Und jetzt zieh mal vom Leder. Ja, ist mir, glaube ich, lieber, wenn er das Ganze angeht. Ja, wobei, wir können auch den Kampf so eröffnen. Oh je. Ich kann mir schon vorstellen, gleich lässt wieder ein Schlag und die nächste Netzfalle wird aktiviert. Ich frage mich auch, ob das alles unter dem jeweiligen Gebiet ist oder ob das die Gebiete miteinander verbindet, dass man also Schnellreise quasi unterirdisch hat. Und hier kommen wir wieder raus, okay. Eine gute Frage, was? Finde ich auch. So, Schattenverstecken im Schattenverstecken ist gelungen. Das ist schon mal sehr vorteilhaft.
komm. Hier, wo's Gold wächst, gefällt's mir. Ja, aber nicht da, wo die Spinnenweben wachsen. Da gefällt's mir zum Beispiel wiederum nicht. Okay. Gab es nicht auch irgendwas mit irgendwelchen Ventilen, die man aktivieren muss oder sowas? Oder konnte? Und hat es dann Geheimtüren freigeschaltet? Irgendwas war da doch. Oder spinne ich? Spinne ich? Phasenspinne ich. So, der bleibt getarnt, das ist gut. Ja, vielleicht lag es tatsächlich nur an... Oh, nicht die Scheißviecher. Was machen die nochmal? Die lähmen, glaube ich, ne? Erkranken und lähmen. Irgendwie sowas. Ja. Ja. Ach Gottchen, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Glyphe der Abwehr wäre hier wirklich mal angesagt. Ich würde sagen... So. Jede Menge Viehzeug. Wir holen mal die Truppe. Schon gut. Schlaft nicht zu fest, Meister. Ja. Wie machen wir das? Kann was? Ich euch helfen? Glyphe der Abwehr. Wenn wir da mehrere von haben, wäre das natürlich ein Traum. Wieso habe ich nur eine Glyphe der Abwehr? Wo war denn... Ach, hier. Das war doch eine Schädel... Verdammt, die Schädelfalle. Ich muss einen Magier finden. Schädelfalle, genau. Glyphe der Abwehr. Irreführung haben wir schon eingesetzt. Warum? Und wo? Und weshalb? Man weiß es nicht. Eine Glyphe haben wir. Und er hat keine Glyphe aktiv. Er hat... Stärke von 1 aktiviert. Okidoki. Wenn's unbedingt sein muss. Dann. Wie machen wir das? Skelette vorne kämpfen lassen. Wir hauen von hinten drauf. Womit kann ich dienen? Sieht genauso aus wie die Tunnel meines alten Clans. Ja, der sieht auch überall die Tunnel seines alten Clans, habe ich so das Gefühl. Was braucht ihr? Wir brauchen Skelette. Und fangen wir mal an. Oh, und wir hätten noch Monster bei uns, verdammt. Ist das alles? Sie kommen. Da, wenn's unbedingt da sein muss. Kommen sie. Ja. Glyphe der Abwehr irgendwie mal nach da hinten. Schon gut. Wenn es unbedingt sein muss. Zaubert er oder wie oder was? Sieht so aus, ne? Oh je. Was macht ihr hier wieder für einen Quatsch? Ich mach. So, schön zurück mit uns. Shit. Der Chef ist lahmgelegt. Das ist nicht gut. So, dann alle mal hier mitspielen. Und das Mistvieh kaputt schlagen. Ne, ihr geht mal nach vorne. Oh, jetzt weiß ich wieder nicht, woran ich bin. So, du zauberst jetzt mal. Ah, komm, wir zaubern noch mehr Viechers da hinten hin. Das ist schlecht, wenn der Chef jetzt einen Level abgibt. Ja, sauber. Jede Menge Hunde. Hunde des Krieges. So, das Vieh wäre schon mal weg. Gut. Bungfuß ist gerettet. Komm, wir nutzen mal die ganzen Zauber. Notfalls machen wir ein kleines Nickerchen. Ist ja in Ordnung. Person festhalten. Segen. Stärke von 1. Brauchen wir zwar wahrscheinlich nicht bei den Viechers, aber ist jetzt egal. Oh, Folge ist eh schon wieder um. Ich mache eure Arbeit. Kriegen wir hin. So, könnt ihr mal an ihm vorbeigehen? Armee der Finsternis. Haut ihr doch ab. Da höre ich schon wieder Geräusche. Weitere Arskriecher. Ah, noch mehr. Nun gut.
Wie wär's denn mit ihr auf das Vieh losgeht? Und der Rest guckt doof. Ja, schon wieder Rettungsauf gegen Tod. Irgendwer ist schon wieder gelähmt, oder? Ja, Tatsache. Das Vieh wäre verreckt. Schlaft nicht zu fest. Ach Gottchen, die sind unten lang gelatscht. So, alle angreifen. Wo sind wir denn hier? Ja, wo sind wir denn hier eigentlich? So. Ach so, dem geht's wieder gut. Das auch nicht. Nicht schlecht. Und die nächsten Viecher kommen von oben. Das hier ist wohl, Aaskriecherland. Womit kann ich schon gut, schon gut? So, wir hauen mal ab. Boah. Okay. Ein bisschen schneller, halt. Halt, stopp. Ja. Wir sind, endlich angekommen. Ja, wir sind in Baldur's Tor. Ich glaube, hier machen wir das nächste Mal weiter. Obwohl, noch haben wir die ganzen Untoten. Komm, wir klären jetzt noch diesen... Wir versuchen noch, das hier zu klären. Machen wir ein bisschen länger. Was soll das denn? Muss ja nicht mal gleich aufhören. Wir müssen nicht ins Bett. Oi, 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 oi. Vielleicht ist der nächste. Klangettens Wille. Der nächste Arschkriecher. Es gibt keinen besseren. Ja. Jetzt, wo wir die Fernkämpfer haben, können wir es eigentlich auch nutzen. Die anderen. Sicher. Die Nahkämpfer. Skelett und Co. Sehr wohl. Dann nutzen wir das mal spaßhalber. Oh je. Yeah. Was eigentlich mit den Hunden? Sind die Hunde schon tot? Wahrscheinlich, ne? So, alle auf den Arschkriecher. Ich glaube, Skelette können gar nicht gelähmt werden, kann das sein? Ja. So. Warum denn? Schön, machen wir drauf. Wenn's unbedingt sein muss. Okay. Ja, würde ich sagen, machen wir das hier nochmal klar. Haben wir zumindest mal so ein bisschen Action gehabt. Wir haben so viel gelabert, so viel unnützes Zeug erfahren von der Furcht der Bewohner von Baldur's Gate. Können wir noch ein bisschen Action an den Tag legen. Ja, da geht's gerade weiter. Wo sind die Skelette? Da. Was kann ich für euch schon gut? Ich geh mal zurück. Bei uns. Und die Flüsse färben sich rot. Nee. Das wüsste ich aber. Die nächsten Viecher. Nee, nicht die Welt verlassen. Noch nicht. Erstmal die Feinde, die sollen die Welt verlassen. Das nächste Leben. Ja. Komm, bitte töten, bevor es hier rankommt. Weil auf diese Lähmung, das muss doch nicht sein. Ist aber auch unangenehm. Weiß wirklich nicht mehr, was das hier mit auf sich hat. Ob das dann vielleicht so ein Gebiet ist, wo man, ja, wie gesagt, so eine Schnellreise hat. Wo man sich hier schnell unterirdisch fortbewegen kann. Dass der Bereich hier die ganzen miteinander verbindet. Das weiß ich alles nicht mehr. Ich habe ja angefangen. Pause ausgeschaltet. Ja, schauen wir uns hier noch ein bisschen um und dann. Euer Ego hängt ein bisschen hoch. Lasst es ein wenig runter. Oder oh, ich helfe beleidigt nach. Mich ruhig noch einmal. Scheidet aber diesmal euer Hirn ein. Okay. Also irgendwie, seit der Jeslik dabei ist, ist hier nur Trouble. Der mag den neuen Dings nicht. Der mag die alten nicht. Oder sie mögen ihn auch nicht. Aber wahrscheinlich wirklich, weil er standardmäßig eben. Ja, ein positiver, ein guter, neutral guter, ein rechtschaffen guter Charakter war. Und er hat es nicht so ganz gerafft hier mit dem... Seid ihr bescheuert? Was habt ihr eigentlich geglaubt, was ihr tut? Beleidigt mich ruhig noch einmal. Scheidet aber diesmal euer Hirn ein. Liegt das an unserem Ruf? Nee, war nur eine Standardantwort. Standardgemecker. Also irgendwie, was wir hier so in der Truppe haben, das ist nicht so gut. Beziehungsweise das verträgt sich nicht so... Hundertprozentig. Okay, da kommen wir in den nächsten Bereich. Okay, also gibt es vielleicht wirklich unter jedem einzelnen dann mehrere Aufgänge. Das kann natürlich auch sein. Aber das würden wir ganz gerne noch getestet. Oh. Okay. Lauter, was sind das? Concons. Da muss mal der Gute. Ich mache eure Arbeit.
Sicherheit. Der gute Fallensucher ran, bevor hier ein Feuerball hochgeht, weil da hätte ich gar keinen Bock drauf. Männliche Leiche. Oh, Rubinring, das klingt auf jeden Fall verlockend. Magiewiderstand, okay. Oh. Burger Markus. Der Markus. Wie? Der sieht mich, aber greift nicht an. Nee. Ja, im Grunde genommen sind wir hier eh mehr oder weniger fertig, oder? Da gibt es nicht mehr so viel. Da unten ist wahrscheinlich eh Schicht. Dann gehen wir mal einen anderen Weg. Sehr wohl. Ja, sehr wohl. Das muss nicht unbedingt sein. Schauen wir uns hier erstmal noch gründlich um. Und ich würde sagen, das nächste Mal finden wir dann raus, was der Ogre-Markus hier zu erzählen hat. Hier ist Feierabend. Feierabend, Emma. Da unten wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so viel geben. Das macht aber nichts. Na? Ja, der Quail geht vor. Der mutige Sir Quail. Eigentlich ja der mutige Sir Garrick, ne? Es weist den Weg. Der mutige Sir Garrick. Doch dann läuft er Weg. So erzählt man sich's. Ja, sehr schön. Zwerge müssen sich mal ausruhen. Ach nee, jetzt sind sie schon wieder. Weiter kann ich nicht laufen. Sind sie schon wieder selbst müde. Einem Zwerg geht irgendwann die Puste aus. Na gut. Wenn ich nicht schlafen darf, überleben unsere nächsten Angreifer. Ja, vielleicht. Vielleicht, aber auch nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Also hier oben gab es einen Übergang. Nee, wo waren das nochmal? Hier irgendwo, ne? Nee. Hier? Nee. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ja, sehr weitläufig, aber Kanalisation, ja gut, das sind ja auch die 90er, da muss natürlich der obligatorische Kanalisationslevel, der darf nicht fehlen. Hatten sie ja früher, glaube ich, auch so eine Checkliste. Muss alles abgehakt werden, was rein muss in das Spiel. Und ich meine, das war Teil des Ganzen. Ach, wir haben noch ein Skelett. Ja, wie nett. Da kommen wir nicht. Kommen wir nicht weiter rein. Da geht's auch nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Okidoki. Bleibt noch der Weg da oben, aber da wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viel sein. Wir gehen trotzdem mal schauen. Ja, jede Menge Arskriecher. Die sind, wie gesagt, eigentlich ja kein Problem. Halten nicht so viel aus. Haben keine krassen. Sogar noch gezuckt. Die haben keine großen. Ich bin so schwach. Keine großen Rüstungswerte. Die sind eigentlich. Eigentlich sind es vielbeinige Lappen. Das Problem an denen ist halt leider diese Fähigkeit, man hat es ja gesehen, der gute Chef wurde schon gelähmt. Und damit ist natürlich, nicht gut Kirschen essen. Mit mir als Anführer werden wir hier, wo es Gold in Ordnung. Ja, noch. Kriegen wir alles hin. So, was haben wir hier? Wahrscheinlich auch nicht mehr so viel, ne? Vielleicht genau. Jetzt geht's hier einfach zum nächsten Bereich. Also hier kommen wir in den nächsten Bereich und wo war das noch? Hier drüben? Ne, hier. Ne. Da? Ne. Sag mal. Da? Ah, okay. Also hier geht's in den nächsten Bereich. Wir sind ja quasi ganz im Südosten. Das heißt, wahrscheinlich ist das wirklich der Untergrund unter dem südöstlichen Teil von. Oder dem östlichen Teil viel eher von Baldurs Tor. Aber nach Süden geht es dann offenbar nicht, oder? Hier ging es nicht weiter. Hier ging es auch nicht weiter. Und da. Ebenso wenig. Aha. Also komme ich hier nur von hier aus nach. Ja, nach Westen wahrscheinlich, ne? In den nächsten Bereich. Vielleicht hätte ich mal eine Erfahrung bringen sollen. Ob ich damit dann den nächsten Bereich auch der Stadt freischalten kann. Oder ob ich die Stadt einfach unterirdisch sozusagen erkunden kann komplett. Naja, egal. Ich würde sagen, das finden wir beim nächsten Mal raus. Wenn es wieder heißt, Baldur's Gate. Und ja, wir sind in Baldur's Gate. Der namensgebenden Stadt. Und dann schauen wir uns mal an, was der Ogre Markus zu sagen hat. Der ist bestimmt, gerade bei den eingesponnenen Viechern,
Also er findet es bestimmt super, dass wir hier sind und der ist bestimmt super nett und so weiter. Aber einen Rubinring haben wir gefunden, der ist bestimmt toll und was wert. Ich bin so clever, was mache ich eigentlich hier unten? Ja, das ist eine gute Frage. Was mache ich eigentlich hier noch? Egal, beim nächsten Mal gibt's mehr. Ich danke fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal bei Baldur's Gate. Ciao, ciao.